Ihr seht's, ich bin schon wieder ganz rot. Warum? Weil ich ein super aufregendes und wirklich sehr, sehr spannendes Podcast-Interview eben für euch aufgenommen habe. Und zwar einmal mit Joyce Ilk und mit Chris Halbzwölf. Die beiden arbeiten gemeinsam im Bereich Content Creation auf YouTube. Joyce ist auch Schauspielerin. Die beiden haben auch ein Buch gemeinsam geschrieben. Hätte ich das mal früher gewusst. Und gemeinsam mit den beiden spreche ich darüber, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich auf meinen Plattformen jeweils über 1, ja, knapp 2 Millionen Follower habe? Stresst mich das? Kann ich abschalten oder bestimmt Social Media wirklich meinen Kopf und meine Gedanken? Vergleiche ich mich oder geht das ohne? Und wie finde ich eigentlich wahre Freunde, wenn ich berühmt bin? Wollen Menschen wirklich mich kennenlernen oder wollen die eher meinen Ruhm? Und vor allem, wie gut kennst du dich selbst? Joyce erzählt von ihrer Geschichte, wie sie den Rucksack einmal ausgepackt hat. Und Chris erzählt, wie er da Joyce hinweisen konnte, dass es vielleicht Richtung Burnout geht, ob es wirklich so weit gekommen ist, was sich dann geändert oder nicht geändert hat, was die beiden daraus gelernt haben und vor allem, wie sie heute damit umgehen und ja, ich sag mal, einen recht stressfreien und ausbalancierten Eindruck auf ihre Umwelt und damit auch auf mich machen und wie ihnen das gelingt. All das und noch viel, viel mehr erfährst du heute in der Podcast-Episode. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß beim Zuschauen und beim Zuhören und natürlich hoffe ich, dass du auch viel für dich mitnehmen kannst. Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Lerne, wie du mental gesund durchs Arbeitsleben gehst, egal wie groß der Druck von außen oder dein Stresslevel ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute wieder zum Thema Stressmanagement und mentale Gesundheit. Ihr seht, heute bin ich nicht allein da, sondern ich habe zwei wunderbare Gäste. Erstmal, hallo Chris. Oh, Entschuldigung, hallo Joyce. Hallo Chris. Natürlich. Erste Dame, ne? Meine Damen. Wollt ihr euch kurz einmal selber vorstellen? Wer seid ihr beiden? Aber fangen wir an. Ich soll mal anfangen. Ladies Ich first. Dachte, wir können Ladies das eigentlich first. Direkt Ja. gemeinsam machen, weil man kennt uns ja eigentlich auch so ein bisschen im Team, weil wir meinen beziehungsweise unseren YouTube-Kanal vor eigentlich jetzt ziemlich genau 10 Jahren gemeinsam gestartet haben. Und da machen wir, da haben wir vorwiegend Comedy-Videos drauf hochgeladen. Ich habe eben gesagt, mein Kanal, weil der heißt wie ich, nämlich Joyce, aber eigentlich machen wir das wirklich von Anbeginn gemeinsam. Genau, das hat so angefangen, dass ich mehr hinter der Kamera war und wir haben die Sachen zusammen geschrieben und so, aber weil man dann ja auch immer irgendwie Leute braucht und so, hat sich das dann so entwickelt, Dass er auch dass ich mit dann vor die auch ab Kamera und zu gekommen davor ist. gehüpft bin, genau. Und genau, und wir machen Comedy-Videos ursprünglich und haben dann 2019 ein Buch geschrieben. Hätte ich das mal früher gewusst. Ja, ach ja, genau. Ah, Klar. ja, was man in der Schule nicht lernt, aber wirklich im Leben braucht. Ja. Da sind wir dann so ein bisschen in eine andere Richtung als vorher gegangen. Und jetzt, dann haben, nachdem das Buch rauskam, haben wir eigentlich so ein bisschen mehr Pause gemacht. Und jetzt gerade starten wir wieder neu und versuchen, Comedy mit diesen Themen aus dem Buch so zu verbinden. Genau, Das also ist sehr cool. Mindset, aber in lockerer Sprache, mit Sketch-Elementen, mit sich selber auch nicht so wichtig nehmen und so, weil diese Mindset-Coaches oft ja den richtigen Content und so sagen, aber uns persönlich ist das manchmal ein bisschen zu steif. So, und das, ja, genau, ist dann so ein bisschen jetzt unser Ansatz. Oder die Das Neuerfindung, wenn man so Buch will. ist rausgekommen, 2019, glaube ich, habt ihr gesagt, ne? Ja. 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 Vielleicht wollt ihr so einen kurzen Abriss geben. Worum geht es genau im Buch? Ich meine, der Titel sagt es ja schon ziemlich gut und vor allem kann ich jedem, der jetzt gerade zuschaut, es empfehlen. Es liest sich sowas von angenehm. Also es ist wirklich sehr Danke. schön. Es ist locker und hat aber Inhalt. Also genau das, was ihr gerade angesprochen habt. Was lerne ich denn im Buch, was ich in der Schule nicht gelernt habe? Ja, eigentlich geht es um die vier Säulen, wenn man so will, für ein glücklich und erfolgreiches Leben. Also, wenn man, also körperliche und mentale Gesundheit ist eins, soziale Beziehungen, Geld, Beruf ist eins und eigentlich auch Spiritualität so. Das sind diese vier Säulen. Spiritualität haben wir ein bisschen ausgegrenzt. Aber am Ende hat Joyce auch was dazu geschrieben, ne? Genau, und die Basis von allem ist ja, wenn man so will, das eigene Mindset, die Glaubenssätze und so. Und wir haben halt probiert, die wichtigsten Sachen im Prinzip da alle reinzubringen. Das ist natürlich, könnte man über jedes Unterthema, könntest du eine Bibliothek füllen. Ja, klar. Aber wir wollten einfach, dass das wir wollten das ursprünglich so ein bisschen das Schulbuch nennen. Das ist eigentlich so die Basics, die du hättest in der Schule lernen müssen. Also, weil wir haben uns halt gefragt, so jetzt, wir haben uns viel mit diesen Mindset-Themen und so befasst, was davon haben wir eigentlich in der Schule schon gelernt? So, Ja. ja, eigentlich nichts. Also das, was du jetzt wirklich im Leben brauchst, eigentlich nichts. Und umgekehrt, was brauche ich noch, was ich in der Schule gelernt habe?
ja klar, Mathe, Englisch, so, aber das war's dann. Ja, aber eine Kurvendiskussion, ganz ehrlich, hat doch keiner von uns mehr gemacht seit der 12., oder? Mhm. Genau, also die wichtigen Dinge, die essentiell sind, die werden aus welchen Gründen auch immer, das kann man jetzt wieder, sollen wir als Sklaven gehalten werden oder nicht? Aber soll man irgendwie, muss die Gesellschaft ja auch funktionieren, wenn jetzt jeder immer, wenn alle in Deutschland so ihr eigenes Ding machen würden, dann würde halt natürlich auch so eine Gesellschaft nicht so richtig funktionieren, ne? Ja, ich sage immer, wie seht ihr das? Es gibt ein Ich und es gibt ein Wir. Also gerade ist ja voll im Trend, dass man viel nach sich selber schaut und Selfcare ist ja auch wichtig. Nur wenn ich nur nach mir selber schaue, dann vereinsame ich ja irgendwann auch, weil wenn ich dieses Wir nicht fördere und vielleicht auch für meine Mitmenschen da bin, wenn es mir schlecht geht, wer ist da für mich? Wenn ich einen Erfolg habe, wer feiert mit mir? Und ich persönlich sehe das immer so wie eine Balance. Es ist wichtig, dass es mir gut geht und es ist wichtig, dass es auch dem Gesamten gut geht, weil ich profitiere auch selber davon, wenn es der Gesellschaft oder meinem Umfeld gut geht. Wie steht ihr da dazu? Total. Und das macht ja auch, und es gibt ja auch diesen Spruch, eine geteilte Freude ist das Einzige, was sich verdoppelt oder sowas, wenn man es teilt oder so. Ne? Und geteiltes Leid ist halbes Leid, wolltest du sagen. Genau. Ja, genau. Deswegen, so. Und der Mensch ist ein soziales Wesen, klar, definitiv. Also wie du sagst, es ist die Balance. So. Ja. Aber es ist genau eigentlich die Balance, weil ich glaube wirklich, dass um auch für andere in dem Umfang da sein zu können, wie man das vielleicht gerne möchte, also für Menschen da sein zu können, die einem wichtig sind und so, dafür braucht man halt auch die Kraft und die Energie und deswegen ist es super wichtig, sich zwischendurch um sich selbst zu kümmern und dieses Selfcare einzulegen, damit man eben auch wirklich diese Kraft hat, dann auch für andere da sein zu können in dem Umfang, in dem man es gerne möchte, weil sonst hat keiner am Ende was davon. Genau, aber im ersten Schritt muss man schon für sich selber. Es ist ja wie im Flugzeug. Wie im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmaske runterkommt, dann wird ja auch nicht gesagt, ja, hau dem Nachbarn das Dreck drauf, sondern bist du zu schnell weg. Ja, es ist so. Ist so, ja. Wie sieht denn bei euch so die klassische Selfcare aus? Habt ihr da so eine Routine, dass ihr sagt, jeden, keine Ahnung, Sonntag nehme ich mir dazu frei oder ich gehe einmal zur Woche zur Massage oder sagt ihr, hey, ich mach's flexibel, so wie ich es gerade brauche? Also bei mir ist es wirklich so, dass ich jetzt mittlerweile standardmäßig so einen Tag die Woche habe, den ich nur für mich nehme, wo ich nichts vorhabe, auch also wirklich mit niemandem verabredet bin, wo ich alles so intuitiv entscheide, also wo ich einfach von Moment zu Moment gucke, was tut mir jetzt gerade gut, auf was habe ich jetzt gerade Bock? Und wenn ich dann Bock habe, doch rauszugehen, dann mache ich das. Wenn ich aber Bock habe, einfach nur auf dem Sofa liegen zu bleiben, dann mache ich das. Das ist so ein Tag die Woche, der gehört dann mir, wo ich dann immer auftanke. Wow. Und ist es immer der gleiche Tag? Keine Ahnung, immer der Freitag oder der Sonntag? Oder schaust du, wie es halt im Kalender reinpasst? Richtig. Weil bei euch ist ja einiges los. Wie es reinpasst. Ich schaue immer, dass ich irgendwie einen Tag zumindest freigehalten bekomme. Ja. Aber der variiert sehr stark, ja. Ist wahrscheinlich auch viel, bevor wir gleich zu dir kommen, Chris, ist wahrscheinlich auch viel mit Disziplin verknüpft, oder? Dass du es wirklich durchziehst, weil wahrscheinlich ist dein Kalender ja auch schnell gefüllt. Mhm. Und wahrscheinlich musst du da wirklich dahinterher sein, dass du diesen Tag für dich hast, oder? Ja, also ich merke dann schon manchmal so, ups, da ist ja gar keiner mehr frei. So. Mhm. Dann gucke ich aber, dass ich irgendwie an einem Tag, wo ich dann vielleicht nur einen Termin habe oder so, dass ich den dann noch auf einen der anderen Tage mitschiebe, um diesen Tag dann wirklich frei zu kriegen. Also bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Das klingt gut. Wie schaut es denn bei dir aus, Chris? Bei mir ist es eigentlich eher so auf Tagesebene so eine gewisse Balance. Also ich mag es am liebsten, wenn ich ein bisschen was zu tun habe, ein paar Stunden. Und dann aber auch frei, dass ich mich quasi um mich selber kümmern kann. Also ist jetzt auch, wie gesagt, ist auch okay, wenn jetzt mal ein, zwei Tage so stressiger sind oder sowas. Aber ich mag es lieber so am Tag. Ich mag auch nicht, wenn ich jetzt gar nichts zu tun hätte oder sowas. Also und mich nur um mich selber kümmern könnte, sondern halt auch da so diese Balance, so. Also es ist ja immer eine Mischung aus Produzieren und Konsumieren. So. Mhm. Und auch, keine Ahnung, irgendein sinnvolles YouTube-Video zu gucken, ist letzten Endes eine Art von Konsum. So, es ist zwar ein guter Konsum, besser als jetzt Trash Island oder was weiß ich, oder wie heißt es, Love Island zu gucken. Das macht er aber auch, ne? Nee, aus psychologischer Sicht meine ich das manchmal. Ja. Aber das ist ein anderes Thema jetzt. Nee, aber wie gesagt, ich glaube, es ist generell in allem im Leben, es ist die Balance. So und die Mitte, so, und das ist halt auch das, was, wenn man jetzt das ganz große Rad spinnt, auch was uns gesellschaftlich irgendwie fehlt. So, die Leute denken in Schwarz und Weiß und können nicht in Grautönen denken. Und also für mich, wie gesagt, um auf die Grundfrage zurückzukommen, Tagesablauf relativ balanciert. So. Und in den Sachen, die ich für mich selber mache, sind schon zum Großteil irgendwie gewisse Routinen, wenn man so will. Das ist unfassbar interessant, weil früher hatte ich so wie Joyce, da habe ich wirklich geschaut, bei mir war es der Sonntag, den ich mir wirklich so genommen habe, dass der komplett frei ist und ich den komplett für mich habe und
dann habe ich festgestellt, jeder ist ja anders oder jede, ne? Jede kann da ja so ihren eigenen Drive finden. Und ich habe festgestellt, irgendwie unter der Woche wird es mir dann oft zu viel und am Sonntag langweile ich mich irgendwann, wenn ich so viel allein bin. Und ich habe es jetzt so wie du, Chris, tatsächlich so immer so ein bisschen. Und ja, es ist spannend. Es ist so ein Weg, so eine Entwicklung, die ja jeder und jede irgendwie macht. Und da gibt's kein richtig und kein falsch. Hauptsache, man weiß halt, was für sich so diese Balance ist, ne? Also für mich ist aber wirklich dieses Geilste, den ganzen Tag nicht aus dem Pyjama rauszukommen, ne? Also wirklich einfach drin bleiben und nicht duschen. Nee, das zum Beispiel, das mag ich manchmal, aber ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, abends bin ich dann so zwider, sagt man bei uns. Also ich bin dann so ein bisschen grummelig, weil ich denke, boah, ich habe nichts gemacht heute. Und dann habe ich schon wieder so einen negativen Touch vom Nichtstun, dass ich statt erholt genervt bin. Und das muss ich aber erstmal kapieren, weil ich dachte mir früher, hey, ich mache nichts, ist doch voll geil, ne? Wie du sagst, den ganzen Tag im Pyjama und ich bin trotzdem nicht happy. Also was ist denn da los? Was stimmt da nicht? Ja, weil dir die Produktion fehlt. So, du hast halt nichts produziert. So, das ist ja, das will der Mensch ja auch. So. Ja. Das hast du ja ganz krass, Chris. Mhm. Aber ich habe das gar nicht. Also ich habe diese Erwartungen dann gar nicht an mich. Ich weiß, wenn ich was tue, habe ich mehr getan, als ich wollte. Wenn ich nichts tue, dann war es genau das, was ich mir vorgenommen habe. Dann ist das voll okay. Also Joyce, krass, vielleicht schaffe ich das eines Tages, dann komme ich auf dich zurück. Ja, aber wenn du deine Balance gefunden hast, ist doch mega. Genau, und das ist es. Jeder hat halt so seine Balance. Ja. Das ist das Wichtige. Ja, vor allem auch diese Balance am Tag, wenn man wirklich effizient arbeitet. So, und ich glaube, die meisten Leute arbeiten irgendwie nicht effizient. Wenn du wirklich effizient arbeitest, dann musst du gar nicht so viele Stunden oder so machen. Also ich glaube, wenn ich jetzt über mich rede, ich mit 2 Stunden effizient am Tag würde völlig ausreichen. So. Ja, also, spannend. Ja, ich glaube halt, es geht halt auf der Fokus auch verloren. Und wenn man sich wirklich auch nicht ablenken lässt und so, das wird ja auch... So im Flow, im Tunnel quasi. Genau, ja. Dann kann man wahrscheinlich, also okay, es gibt vielleicht auch Leute, die das 10 Stunden lang können, so weiß ich nicht, so bin ich jetzt nicht, aber... Ja, jeder ist ja wieder anders, immer beim Thema. Ja. Darum geht's ja auch so. Jeder darf sich wie beim Buffet das rauspicken, was gut ist und dann mal ausprobieren. Wir haben uns kennengelernt, ich habe vorhin überlegt, ich glaube 2017 war das, kann das sein? Nee, 18. 18, okay. Guck, du bist auf jeden Fall noch on track. Ja. Ach, krass, aber ich hätte jetzt auch gedacht, also das wäre schon länger her. Das war im Oktober, November 2018. Krass. Auf der Kryptonite in Düsseldorf. Erst war das 2018. Ja. Krass, ja. Fühlt sich irgendwie länger an tatsächlich, aber cool, dass du es noch so präsent hast. Das ist echt sehr gut. Seit ich euch kenne, habe ich nie das Gefühl, dass ihr gestresst seid. Wie stuft ihr das selber ein? Sagt ihr, hey, wir sind wirklich so entspannt, wie wir ausstrahlen, also die Ruhe, die wir ausstrahlen? Oder sagt ihr, hey Leute, innerlich geht's bei mir voll ab, man sieht's nur nicht? Also ich für mich bin, glaube ich, relativ entspannt, aber weil ich auch, wie ich eben gesagt habe, mich nicht so zuschaufel. Mhm. Also ich habe da, glaube ich, also ich glaube, ich wäre gar nicht so stressresistent, aber ich habe mein Außen oder mein Umfeld so geschaffen, dass ich gar nicht in diese Situation komme. So, das wäre jetzt meine Antwort. Also, ja, ist bei mir aber eigentlich ähnlich. Also wenn ich jetzt, deswegen nehme ich mir auch zum Beispiel diesen Tag für mich in der Woche und so, weil wenn ich das alles immer so durchmachen würde, also wir hatten da ja mal so eine Zeit auch damals, als wir so mit YouTube angefangen haben und es dann super schnell, super erfolgreich wurde. Genau, da war es krasser. Da war es extrem viel, was wir gemacht haben. Und da hatten wir diese Balance eben nicht, dass wir zwischendurch auch viel gechillt haben, sondern wir haben gemacht und getan. Und weil es auch so viel Spaß gemacht hat, hat man es dann gar nicht gemerkt, dass man gar nicht mal gechillt hat richtig zwischendurch. Ja. Und es war wirklich, ich weiß noch, nachts habe ich die Videos geschnitten, habe teilweise auch kaum geschlafen, dann keinen Tag die Woche frei. Also, aber man hat es gar nicht so gemerkt, man wurde so mitgelebt. Und ich, also in der Zeit, da habe ich es lange gar nicht gemerkt, wie gestresst ich scheinbar innerlich bin, bis Chris irgendwann aber meinte so, ey, ich habe so das Gefühl, du musst mal ein bisschen aufpassen, dass du nicht ins Burnout rutscht, hast du ja so zu mir gesagt. Ja, ich weiß, habe ich dir diese Doku gezeigt. Hat er mir eine Doku gezeigt, meinte, guck mal, ob du die Fragen so beantwortest wie der Typ. Und dann war ich echt nah dran und dachte, okay, da muss was geändert werden. Ich habe es aber noch gar nicht realisiert. Ja. Es war noch nicht zu spät, den Absprung vom Stress zu schaffen. Chris hat mich da früh genug aufmerksam gemacht, weil sonst hätte mich das irgendwann wahrscheinlich plötzlich so überfallen und ich hätte einfach nicht mehr gekonnt. Und das ist dann zum Glück aber so weit nicht gekommen. Und dann haben wir das einfach so, dann haben wir eben geguckt, dass wir diese Balance mehr und mehr reinbringen. Beziehungsweise es war halt auch damals,
man will halt diese ganzen Möglichkeiten, die sich dann auf einmal einem eröffnen, die will man ja auch wahrnehmen. Ja, klar. Das, ja. Man will die Chancen ja nicht verstreichen lassen oder irgendwie absagen oder so. Wo man sonst irgendwie denkt, sei mal dankbar, dass du überhaupt die Möglichkeit hast. Ne? Das war ja damals, deswegen hatte ich das, glaube ich, auch noch krasser als du, weil ich komme ja eigentlich ursprünglich aus der Schauspielerei und dann kam erst YouTube dazu. Also als wir mit YouTube angefangen haben, war ich ja schon 29 und Schauspiel habe ich ja schon viele Jahre vorher gemacht. Und dann, dadurch, dass YouTube sehr erfolgreich wurde, habe ich viel mehr und viel coolere Schauspielanfragen bekommen. Und das ist auch ein bisschen das, was Chris gerade meinte, dann, ne, so, dass man, denkt, geil, jetzt endlich kriege ich coole Rollen, wie ich sie immer haben wollte und kriege voll viele Angebote und kann sogar teilweise noch aussuchen, was ich mache. Mhm. Und dann fällt es einem sehr schwer, weil darauf hat man ja lange Zeit hingearbeitet, dann zu sagen, nee, ich sag das aber jetzt ab, weil das wird mir ja zu viel. Weil jetzt passiert ja endlich das, wo man so viele Jahre darauf hingearbeitet hat. Genau, es kann halt sein, dass einen im Prinzip der eigene Erfolg korrumpiert, wenn man so will. Ne? Mhm. Also. Ja, vor allem, Joyce, ich finde das so interessant, bei mir war es genau gleich, man rennt und rennt und rennt und merkt gar nicht, dass es so krass ist und der Körper sendet ja Signale, man hat irgendwie, ich hatte Hautprobleme, Magenprobleme, irgendwie alles und ich so, ja, geht schon, ist nicht so wild, ja, und irgendwann legt sich einfach um und es ist so schön, Chris, dass du gesagt hast, hey, hier, guck dir mal die Doku an, ne, beantworte mal die Fragen und dann stellst für dich selber fest, weil genau darum geht's. Hattest du, Chris, da irgendwie Bedenken, dass du, also ich meine, ihr versteht euch ja gut, ihr kennt euch ja sehr gut. Hattest du irgendwie Bedenken, dass Joyce vielleicht sagt, boah, hey, jetzt chimmer, ich hab's alles im Griff? Oder war dir klar, sie ist offen dafür? Also, und ich will nicht sagen, dass Joyce so wäre, ne? Keine Sorge. Aber Menschen, ich kenn's ja von mir selber, wenn zu mir jemand damals gesagt hat, ja, jetzt chimmer ein bisschen, nicht so, ja, tu mich auch so ungefähr. Tatsächlich hatte ich da keine Bedenken. So, es war einfach... ich hatte zufällig diese Doku gesehen und dachte halt, ja, es ist jetzt bei ihr an der Grenze und sollte ich doch mal auch mal da diese Fragen, die da halt irgendwie angegeben wurden, beantworten. Wie geht ihr heute? Ob das damals, bitte? Nee, Entschuldigung. Also, nee, ich weiß auch nicht, ob das damals wirklich der Auslöser war, dann kürzer zu treten. Das mit dem kürzer treten hat sich ja dann auch, als wir das Buch geschrieben haben, weil wir hatten sonst früher, also von 2013 bis 2019, haben wir halt ein Video die Woche gemacht, so. Das war unsere Baseline, wenn man so will. Aber diese ganzen anderen Sachen, die sie noch drum gemacht hat, die man dann auch wahrnehmen will, das war ja auch ultra viel. Das war so krass, ja. Weil ich habe ja nur die Baseline gemacht, wenn man so will. Deswegen war ich auch immer so da im balancierten... Du warst quasi der Leuchtturm und hast so die... balancierten Strom gehalten. Ja. Wobei das für meine Verhältnisse auch schon damals viel war. Aber krass. Ja, genau. Und als wir dann das Buch geschrieben haben, haben wir halt gesagt, so, okay, komm, lass uns jetzt mal auf das Buch konzentrieren und von diesem Wochenrhythmus, der einen natürlich auch irgendwie antreibt, ne? Der einem eine gewisse Disziplin irgendwie... man hat ja auch so einen Flow, ne? Also so geht es mir zumindest. Er bringt, ja, genau. Ja. Es ist, ne? Und aus dem sind wir dann rausgegangen, weil wir das Buch geschrieben haben. Und tatsächlich, ja, da sieht man natürlich auch die Macht der Routinen. Da sind wir dann gar nicht mehr so richtig wieder reingekommen in diesen Flow. Was aber im Nachhinein auch völlig okay war. Aber da waren halt damals einfach noch andere Routinen auf jeden Fall. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob diese Doku jetzt, es war jetzt nicht so der Bams-Point. Nee, das war aber bei mir. Das war ein Tropfen. So ja, das war bei mir das erste Mal, dass ich wirklich auch gelernt habe, dann so beruflich Nein zu sagen und nicht jeden Quatsch noch annehmen muss, weil ich mich so freue, einen Job zu haben. So. Ja. Wie geht's euch heute damit? Habt ihr irgendeine Struktur, wann ihr Ja sagt, wann ihr Nein sagt? Oder ist es viel Bauchgefühl? Genau, das ist eigentlich unsere Struktur mit dem Bauchgefühl. Also wir haben gemeinsam entschieden, dass wir eigentlich nur noch Sachen zusagen, die für uns ein klares Ja sind. Sobald wir unsicher sind, es muss noch nicht mal ein klares Nein sein, sondern sobald man so anfängt abzuwägen, sollen wir oder sollen wir nicht, ist es eigentlich ein Nein. Also wirklich nur noch, wenn es safe ist, so, ja, cool, voll Bock drauf. Also wenn es wirklich ein Ja ist. So. Quasi, it's not a hell yes, it's a no. Ja. Ja, genau. Ja, das ja, ist cool. Ja, ja. Wie geht ihr damit um? Und das interessiert mich wirklich selber brennend, weil Social Media, da haben wir alle, ihr seid da ja noch viel größer vertreten. Wie geht man damit um? Weil es ist ja ein Teil eures Berufes. Ihr seid natürlich viel online und ihr hattet ja jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche auch die Ich-Woche, das Thema zum Vergleichen auf Social Media, das Thema, wie gehe ich selber damit um? Wie schalte ich ab? Ja, wie schaltet ihr denn eigentlich ab? Könnt ihr abschalten? Wie läuft das bei euch?
Soll ich erstmal antworten? Ja, ich frage mich gerade, wie du das, ob du das noch machst mit deinen Bildschirmzeiten am Tag und so. Nee, das Ding ist, ich selber, du tust mich zwar jetzt so in eine Schublade mit Joyce, aber ich selber poste ja eigentlich gar nichts. Also ich habe tatsächlich. Also hol mich gern ab, wenn ihr unterschiedlich aktiv seid. Ich weiß ja nicht, genau, wer wie viel postet oder online ist. Ich bin gar nicht aktiv, sowohl. Ich möchte hier keine Schubladen. Ich habe letztes Jahr im April hatte ich ein Bild gepostet und davor 2 Jahre gar nichts. Und genau, und was ich jetzt gepostet habe, das waren Kollabos, da musste ich einfach nur auf den Knopf drücken. Das waren im Prinzip Postings von ihr. So. Okay. Also deswegen erstmal. Baseline, nennen wir es Baseline. Ja, genau. Deswegen, ich bin mit Social Media als Content Creator da gar nicht so drin. Genau, dadurch, aber es würde mich mega stressen, dieses immer, ich muss jetzt irgendwas machen, und es stresst mich teilweise vom Zugucken bei ihr. Okay. Und als User jetzt tatsächlich, ich bin auch nicht so der Nutzer, weil mich interessiert es halt auch relativ wenig, was die anderen da machen. Deswegen hat es eigentlich wenig. Ich weiß, ich lache darüber, weil das stimmt, wenig Addictiveness auf mich. Aber trotzdem, obwohl es das nicht so sonderlich hat, merke ich aber trotzdem, wie ich in der Scheiße hängen bleibe. So, ja, wie es einen reinzieht, ne? Ja, vor allem TikTok. TikTok ist ja ultra krass, weil du nicht weißt, wann der Dopamin-Kick kommt. So, das ist wirklich richtig übel. Aber dadurch ist es für mich nicht so schlimm. Ich hatte auch mal tatsächlich, 2020 hatte ich mal eine Woche ohne Handy, ohne Internet gemacht und habe wirklich gemerkt, wie dann noch diese Sucht dann wirklich aus dem Körper raus war. Und dann hatte ich mir wirklich so Regeln gemacht, ja, nimm das Handy nicht mit aufs Klo und keine Ahnung, erst 3 Stunden nach dem Aufstehen, Handy an und 2 Stunden vorm Schlafen gehen schon aus und so. Und dann so. Siehst du das bis heute durch? Bitte? Siehst du das bis heute durch? Nee, das ist nämlich genau der Punkt. Okay. Da hatte ich nämlich auch so eine App, die dann, Instagram war, glaube ich, nur von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts offen. Also so, ne? Und dann so nach und nach lässt man halt diese Regeln wieder sausen. So. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich merke, wie addictive dieser ganze Scheiß ist, so, obwohl ich eigentlich nicht so der Typ bin. Deswegen kann ich mir vorstellen, wie krass es für jüngere Leute und für Leute, die denen das irgendwie noch einen Wert gibt, ist. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Mhm. Voll. So, jetzt dein Statement. Ja, ich bin natürlich automatisch öfter in der App, weil ich ja allein dadurch, dass ich was hochlade oder dann irgendwie gucke, wer hat kommentiert, also die Leute, die ich kenne oder so, dass man da auch ja dann so im Austausch ist, so ein bisschen. Und dann bleibt man natürlich automatisch auch so ein bisschen in der App hängen, weil man ja dann reingeht und dann hängt man ja schon quasi drin in dem Ganzen. Aber ich habe das wirklich so gemacht mittlerweile, dass ich die Konten, denen ich folge, die mich wirklich so happy machen, also wenn ich da den Content sehe, das sind die, die mir oben angezeigt werden, das sind auch so jetzt auf der Entdeckenseite, die Vorschläge gehen eigentlich nur noch in diese Richtung, dafür ist der Algorithmus dann mal gut, über den man sich öfters mal beklagt, aber das heißt, ich gehe da rein und sehe irgendwas, was mich glücklich macht und dann, ich weiß nicht, ob das dann auch gar nicht so diese Suche nach dem Dopaminkick ist, wenn man direkt so 1-2 Sachen sieht, die einen glücklich machen, dann kann man auch irgendwie easy wieder rausgehen, habe ich das Gefühl. Also ich merke nicht, dass ich noch so hängen bleibe in den Apps wie früher. Das Hängenbleiben ist auch bei TikTok krasser. Ja, da bin ich auch nicht so, Instagram bin ich dann mehr, ja. Mhm. Wie nimmt das jetzt in dem Fall dich, Joyce, mit, wenn du siehst, hey, da ist ein neues Video und die Kommentare sind vielleicht nicht so gut? Und beschäftigt es dich oder sagst du, hey, ganz ehrlich, ist vielleicht nicht so getroffen, aber gut passiert. Wie gehst du mit sowas um? Kannst du da die App zumachen und sagen, ja, okay, das nächste wird besser? Oder beschäftigt dich sowas schon, wenn da vielleicht viel Kritik oder eher negative Kommentare kommen? Also, ja, das ist fast ein bisschen komplexer. Also, ich sag mal so, ich bin mittlerweile nicht mehr so auf diesem Trip, ich möchte unbedingt von allen gemocht werden. Also ich kann mir vorstellen, dass fast jeder diesen Weg im Leben irgendwann hat. Vielleicht gibt es auch Leute, die das nie hatten, aber ich hatte das auf jeden Fall früher schon, dass ich gemocht werden wollte. Und so mit der Zeit, mit der ich mich immer mehr so mit Dingen beschäftigt habe und gewachsen bin und so, habe ich wirklich gelernt, mein Gott, es kann einfach einen auch nicht jeder mögen. Es wird immer Leute geben, die einen scheiße finden und es wird auch immer viele Leute geben, die einen scheiße finden. Und es wird aber auch gleichzeitig immer viele Leute geben, die mich mögen. Und die Menschen, die mir am Herzen liegen, die sind ja in der realen Welt, in meinem Umfeld. Und wieso sollte mich jetzt jemand, den ich nicht kenne oder nicht wirklich kenne, wieso sollte mich das so krass runterziehen? Wieso lege ich da so viel Wert drauf? Also davon bin ich jetzt mittlerweile wirklich weg.
Was man aber schon sagen muss, dass sowas ja auch noch andere Aspekte hat, und ich greife jetzt nicht mal alle auf, aber ich war immer schon so, schon als Kind, dass mich so das voll interessiert hat, wie Menschen ticken, wie Menschen denken, Psychologie, wie funktionieren die, warum verhalten die sich so, wie die sich verhalten. Und schon ist es manchmal so, dass ich so Kommentare lese, die vielleicht eher negativ sind, und mich dann schon so frage, warum schreiben Menschen sowas, wieso in so einem Tonfall, was steckt jetzt dahinter? Also so beschäftigt mich dann das schon, aber nicht in dem Sinne, dass das jetzt so krasse Auswirkungen auf meine Emotionen hätte. Hast du das über die Zeit gelernt, das so ein bisschen abprallen zu lassen? Oder wie schaffst du das, dass, wie du sagst, dass deine Emotionen da jetzt nicht so arg getriggert werden, weil du ja weißt, hey, die Menschen, die mich mögen, die ich mag, die sind in der realen Welt, jetzt nicht in der Online-Welt, sondern da weiß ich ja, die haben mich so oder so lieb, egal was ich poste, arbeite oder eben nicht mache. Ja, das ist eigentlich auch, also ich muss sagen, dass das schon ein relativ weiter Weg war bei mir. Also bei dir ist ja eh ganz anders, Chris, ne? Falls du da irgend gleich noch was zu sagen willst, oder wolltest du gerade was dazwischen sagen? Ja, aber mir ist es gerade entfallen. Oh. Nee, ist du hast schon eingeatmet so. Ach, boah, die Lampe. Oh. Unsere Lampe ist dran. Das ist euer Partylicht, das ist voll okay. Während Joyce die Lampe gerade rettet, habe ich noch zwei wichtige Themen für dich. Punkt Nummer 1. Wenn du feststellst, mein Stresslevel könnte auch niedriger sein, beziehungsweise ich könnte besser damit umgehen, vielleicht sogar unser Firmenteam, dann schau auf jeden Fall in die Shownotes oder geh auf meine Website und stell eine unverbindliche Anfrage, und wir beide können uns kennenlernen und schauen, wie ich dir dabei helfen kann, dass du besser mit Stress zurechtkommst und vor allem weniger Stress im Alltag hast, sodass du mehr Leichtigkeit, mehr Lockerheit und mehr Gelassenheit hast. Und zweiter wichtiger Punkt, wir haben es schon kurz angesprochen, hätte ich das mal früher gewusst. Ich kann dir dieses Buch nur wärmstens ans Herz legen. Und auch wenn du vielleicht Jugendliche oder Kinder im jugendlichen Alter hast, dann ist das Buch wirklich super, einfach mal, um einen Einblick zu bekommen. Was lerne ich in der Schule nicht? Was wäre aber wirklich wichtig? Und nicht nur für Jugendliche, wirklich für alle Altersgruppen ist es ein tolles Buch. Einfach geschrieben und trotzdem mit viel Tiefgang. Auf jeden Fall holen. So, und jetzt schauen wir mal, dass die Lampe wieder steht, und machen weiter. Da bin ich wieder. Party Mode on. Nee, ich glaube, ich wollte sagen, grundsätzlich bei den normalen Videos, klar gibt's da irgendwem, der da irgendwas nicht gefällt und so, aber da ist ja in dem Sinne nicht viel Hate oder nicht viel Negatives drunter, und wenn, ja, dann geht's an einem am Arsch vorbei. Ja, aber so. Kennst du das nicht? Viele Leute haben das trotzdem, dass dieser eine blöde negative Kommentar, ja, denen länger hängen bleibt als die 20 Positiven, die da drüber standen. So, ja, aber dann muss man sich eigentlich nur vorstellen, was für eine Person das geschrieben hat. So, und ja, in der Regel ist es ja nicht konstruktiv. Wenn es was Konstruktives ist, was man selber auch annimmt, dann ist es doch gut, dann hat man was gelernt. So, aber wenn man jetzt relativ bewusst ist, man weiß ja, was man ins Internet stellt. So, und zu dem Zeitpunkt, klar, es kann natürlich so sein wie mit einem Perso-Bild. Oh. Was ist mit eurer Lampe los? Ja, die ist nicht festgemacht, die liegt nur auf dem Stuhl. Sonst legt die doch so quer. Ja, so, ne? Ja. Ja, ja. Nee, das ist ja auch real hier. Alles, das ist sehr real hier. Ja, aber das, Joyce, das fällt aber gleich. Und dann ist... Okay. Ja. Hält sie? Genau, ich meinte... Es kann natürlich sein wie so ein Perso-Bild, weißt du, was du heute aufnimmst, was völlig okay ist, wo du aber in 10 Jahren auf jeden Fall sagst, so, wie bin ich damals rumgelaufen? So. Und natürlich hat das, wenn du jetzt irgendwas guckst von dir vor 10 Jahren, ja, ist es nicht, würdest du es jetzt wahrscheinlich nicht mehr 100% genauso machen, aber grundsätzlich ist es zu der Zeit, war es das, in Anführungszeichen, Beste, was du unter den gegebenen Möglichkeiten machen konntest. So, ich dachte schon, ich rutsche wieder. Ich habe mich gerade schon erschrocken. Sie springt schon wieder auf. Und unter der Voraussetzung, ja, kann man eigentlich ganz entspannt mit auch Kritik irgendwie umgehen. So, es ist ja wie mit Entscheidungen im Leben. Also letzten Endes ist ja alles, wenn du dein Leben betrachtest, ist alles eine Aneinanderreihung von Entscheidungen. Und wie du die im Nachhinein betrachtest oder die siehst, entscheidet sehr viel über dein Wohlbefinden. Und ja. Und so ist es auch, wenn du eine Entscheidung, du kannst ja eine gute Entscheidung treffen, hat trotzdem ein negatives Outcome. So, und genauso kannst du eine schlechte Entscheidung treffen, die ein gutes Outcome hat. Und
Ja, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Dass es immer um bewusste Entscheidungen geht. Genau. Und selbst wenn dann ein scheiß Ergebnis bei rauskommt, war es aber zu dem Zeitpunkt eine bewusste Entscheidung. Unter den gegebenen Möglichkeiten hast du das Beste gemacht. So. Und so ist es mit den Videos auch. Mhm. Also, ja, da stimme ich zu. Jetzt knüpfe ich nochmal da an, was Patricia mich eben gefragt hatte, wo ich dich dann nochmal zwischengeschoben habe. Weil das war schon, also bis ich wirklich an dem Punkt, weil ich glaube, Chris ist da von Natur aus viel näher dran gewesen, dass der nicht immer so dieses, ich möchte gemocht werden hat. Aber bei mir war das schon so da. Und das war schon ein langer Weg, das so wirklich rauszukriegen. Also ich habe so das Gefühl, man hat so im Leben wie so einen Rucksack auf und da lädt man sich oft immer mehr rein und der wird immer voller und da sind dann Sachen drin und wenn da quasi irgendwas passiert im Leben, was irgendwas mit einem dieser Steine zu tun hat, zieht einen das direkt runter oder so. Also auch wirklich so diese Glaubenssätze aus der Kindheit und so. Und ich habe mich einige Jahre wirklich, habe ich mir richtig viel Zeit genommen, diesen scheiß Rucksack auszuleeren, bis ich wirklich so da an dem Punkt angekommen war, dass ich Zugang zu meinem Inneren hatte, so einen richtigen Zugang, ich mich besser verstanden habe, mein Verhalten besser verstanden habe, gemerkt habe, warum ich wann wie reagiere, wo meine Gefühle herkommen. Ich habe mich einfach so gut kennengelernt dadurch, dass das dann, dieses gemocht werden wollen, damit automatisch auch sich dann mit so aufgelöst hat. 100%ig wahrscheinlich nicht, aber zum sehr großen Teil. Und halt dann, also das ist so ein bisschen dieses über sich selber lernen, ist ja der erste Schritt, dieses Bewusstsein. Und dann aber auch in Momenten im Leben, wo man dann wirklich mit anderen Menschen in Situationen kommt oder dann auch auf Social Media vielleicht, dann auch wirklich diese Erfahrung zu machen, das, was ich über mich alles herausgefunden habe, auch bewusst anwenden und gucken, dass ich das in Routinen umwandle. Weil ich hatte erst so ganz viel Wissen über mich und wusste aber gar nicht, okay, wie kriege ich das jetzt wirklich dann in dem Moment auch immer angewendet, wo eigentlich vielleicht eine Emotion hochkommt. Ich weiß aber im Nachhinein, die ist Quatsch. Und es sind wirklich sehr lange Prozesse, dass man diese Routinen im Verhalten, diese Glaubenssätze so richtig rauskriegt. Ich muss gerade an Frank Schätzing denken, der ja auch mal einen Burnout hatte und der hat gesagt, okay, es ist so verrückt, weil es geht genau darum, sich einfach mal selber kennenzulernen und irgendwann muss man da mal runterklettern und sich anschauen, wer sitzt denn da unten, wer schreit da denn, wer will da was? Und irgendwann stellt man fest, hey, bin ja nur ich. Und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und jetzt weiß ich, was ich will und wer ich bin und was ich tue. Und genau das Gleiche, was du sagst, und das kann ich auch voll bestätigen, dann ist so dieses von außen weniger wichtig, weil man ganz viel im Innen hat. Voll. Und ich weiß, so früher dachte ich mir, außen, innen, was so in der Art, was labert ihr? Und seit ich mich aber selber so gut kennengelernt habe, ne, ich habe wie so eine Art Gebrauchsanleitung tatsächlich, wo ich genau weiß, was triggert mich, was freut mich. So viele wissen das ja gar nicht so. Du bist schlecht drauf, was ist denn los, warum? Ja, weiß ich nicht. Okay, was ist los? Ne? Ich werde da jetzt nicht nachbohren. Jeder darf das selber rausfinden. Aber es ist so schön, dieses Gefühl zu haben, zu wissen, hey, okay, ich weiß, was in mir was auslöst. Und das haben ganz wenige Menschen. Und das kann ja jeder machen. Das gut, wenn man jetzt in eine Therapie geht, kostet das. Aber ansonsten kostet es ja nichts, außer vielleicht Bücher und Videos gucken und einfach mal auch sich selber hören sozusagen. Voll. Und das sollte eigentlich in der Schule gelehrt werden. Ne? Das so ist ja diese Selbstreflexion. Thema. Ja, das ist es. Sich selber kennenlernen. So, das ist ja der erste Schritt. Das ist auch wieder wie dieses mit der Sauerstoffmaske. Erstmal sich selber kennenlernen, bevor du irgendwie über andere was weißt. So. Ja, das stimmt. Fang bei dir selber an. Ne? Apropos kennenlernen. Jetzt, wie viele Follower habt ihr pro Plattform oder allgemein? Pro Plattform? So genau. Ich glaube, Instagram ist 1,7 Millionen. Ich weiß aber gar nicht, YouTube 1,2? Nee, ist auf 1,1 gefallen. Ah ja, da war doch die Pause zu lang. Genau, also ich gucke gar nicht so genau auf Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das habe ich mir auch abgewöhnt. Das hat mich eine Zeit lang sonst auch unglücklich gemacht. Also erst glücklich, weil sie sehr hoch waren. Und dann irgendwann unglücklich, weil man dann an zu vergleichen fängt. Und jetzt gucke ich gar nicht mehr so genau hin. Das ist richtig cool. Das ist echt richtig cool. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn ich so viele Follower hätte. Ich glaube, wahrscheinlich wäre ich schon so wie du, Chris, so ein bisschen neugierig. So, sind sie gedroppt oder mehr? Wie schaut's da aus? Ja, aber das habe ich jetzt aber nicht so verfolgt. Aber ich weiß es natürlich. Aber bis zu Millionen auf YouTube. Und das war ja, ich weiß nicht, wann das war, 2016, 2015, keine Ahnung. Da habe ich wirklich echt immer diesen
diesen Reload-Button. Ja, gedrückt. So, und nochmal. Ja, ja, wirklich, so nach einer Million war dann Schluss. Aber ja. War schon so, aber auch eine Art von Dopaminabhängigkeit. So, habe ich da so viel. So, ja. Es war, obwohl man es ja weiß, macht man es trotzdem manchmal. Ne? Das ist es das gibt Faszinierende. Ja, das Gefühl für den Moment. So. Ja. Das ist wieder das Stückchen Schokolade, was du nehmen kannst, aber ohne dass... Hält halt kurz an tatsächlich, obwohl es was Cooles ist. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, euch folgen wahnsinnig viele Menschen, sei es jetzt auf YouTube, auf Insta zum Beispiel. Aber wie findet ihr denn Freunde oder wie lernt ihr wirklich ehrliche Menschen kennen? Weil ich kann mir vorstellen, je größer die Reichweite, vielleicht je größer auch so der Fame-Status, nenne ich es mal, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit von Fake-Freunden, die es irgendwie ihnen gefallen wollen. Vielleicht unterstelle ich da Leuten was. Ich war noch nie in der Position, holt mich oder auch mal die Hörer doch ab. Wie ist das? Lernt ihr viele, ich sag mal, Fake-Freunde kennen, wo ihr hinterher feststellt, boah, hey, geht gar nicht? Habt ihr viele Freunde von früher? Genau, hey, das ist es wahrscheinlich, also das ist bei uns beiden wahrscheinlich eher, und also bei mir ist wirklich so, meine engsten Freunde, die kenne ich schon so lange, bevor irgendwer aus, also mich in der Öffentlichkeit mal gesehen hat, so irgendwie. Die haben sich über so, so viele Jahre, Jahrzehnte, jetzt fast schon, ich bin schon so alt, ja, aufgebaut. Das ist so voll der Safe Space für mich. Mhm. Also ich habe relativ wenig Freunde aus der YouTube-Szene oder aus der Medienbranche. Da sind natürlich ein paar auch über die vielen Jahre dazugekommen, wo man dann auch so ein enges Verhältnis aufgebaut hat. Ist ja auch die Frage, wie du jetzt Freunde oder Bekannte definierst, ne? Weil wirklich so eine tiefe Freundschaft ist, hat bei mir auch irgendwie, glaube ich, was ein bisschen mit Zeit zu tun. Ich kann nicht innerhalb von einem halben Jahr auf einmal eine super enge Freundschaft aufbauen. Also habe ich so das Gefühl jetzt. Es geht ja auch um die Erfahrungen gemeinsam und die Erlebnisse und wie man sich auch gegenseitig kennenlernt. Ja. Ja, und generell bei neuen Leuten, ich glaube, wir haben ein ganz gutes Menschengefühl. Ja. Also, ja, ich glaube, das merkt man schon mit einer gewissen Erfahrung. Teilweise, ich merke auch so, ich habe das oft früher bei Joyce, wenn sie auf der Straße war und dann erkannt wurde, ich habe das oft in den Millisekunden der Blicke der anderen gemerkt, vorher ob sie schon, sie erkannt haben. Jetzt kommt oder gleich nicht. Was, oder? Ja, und dann war es, und ich konnte es ja dann oft verifizieren, weil die dann sind sie stehen geblieben, haben sich erstmal irgendwo versteckt und sind dann aber irgendwann angekommen, um nach einem Foto zu fragen. Echt jetzt? Ja. Voll so. Und das sind, und wie gesagt, ich glaube, mit einer, ja, und da wir uns auch für Psychologie und so weiter interessieren, glaube ich, können wir das ganz gut aussortieren. Wir sind einmal, über den haben wir auch ein Buch geschrieben, auf jemanden reingefallen. So, aber das im Nachhinein. Ist auch schon ein bisschen genau, her. Genau. Und im Nachhinein denken wir, wie konnten wir das nicht sehen, dass der Typ ein Narzisst und ja, ich müsste jetzt irgendwas sagen, was du wegpiepsen würdest, deswegen lass ich es sagen. So ein Mensch ist, sagen wir es mal so. Genau. Aber das, den habe ich auch Gegner Level 2 genannt im Buch, weil der halt schon, der war ganz gut. So, und jetzt, vielleicht werden wir im Leben nochmal auf den Gegner Level 3 treffen. Die sind dann richtig gut, aber dann muss man auch sagen, okay, dann fallen wir einmal drauf rein. Ja, also es ist, ich glaube, manchmal ist es wichtig, mal so einen Narzissten wirklich in dein Leben gelassen zu haben, um wirklich zu verstehen, wie die sind und nachher halt auch dann safe vor denen zu sein. Ja, und das ist wie ein Virus, dein Immunsystem kannte das noch nicht, weil man selber nicht so ist. Und ist ja jetzt, aber jetzt würde ich den sofort entlarven. Und, so 10 Meilen gegen den Wind, ne? Bitte? 10 Meilen gegen den Wind würde man den schon erkennen und entlarven. Ja. Genau, deswegen im Nachhinein sind wir halt auch voll glücklich, dass wir auf den reingefallen sind. So, also es ist voll in Ordnung. Also es war eine Lebenslektion und die hat uns jetzt nicht viel Geld gekostet, aber halt viel Energie und Zeit. Aber aber daran sind wir gewachsen. Ja, genau. Finde ich ein super Gegner Vergleich. Level 3 kann kommen. Ja, wir sind ready. Ja, nee, der Vergleich finde ich so gut mit dem Virus. So, okay, dein Immunsystem war noch nicht ready, war was Neues, kannte ich noch nicht. Jetzt kenne ich mich damit aus. Ich glaube, und das Interessante ist, oft denkt man ja, oh, es ging nur mir so. Ach Gott, mir ist das passiert. Wie viele Menschen mir von ihrem, ich übernehme jetzt mal den Begriff, Gegner 2 erzählt haben, wie oft Menschen so eine Situation hatten, wo sie danach auch dachten, boah, wie konnte ich irgendwie so lang, sei es jetzt mit ihm zusammen sein oder mit ihm arbeiten, befreundet sein. Im Nachhinein ist es so offensichtlich. Genau. Aber genau wie du gerade gesagt hast, Joyce, man braucht es wahrscheinlich mal, damit man das in Zukunft wirklich schnell erkennen kann und auch sicherer ist. Genau, und es war auch, wenn ich jetzt reflektiere, man hat die Zeichen, man hat sie eigentlich gesehen. Ja. So, aber man hat sie nicht sehen wollen. Aber die Zeichen waren da. Ja, man hat die nicht als so ein krasses Alarmsignal empfunden. Genau. Man hat so gedacht, ja, ist ein bisschen komisch, so, aber. Ja, genau. Ja, bei mir war es damals so, ich habe es die Person mit vielen anderen Menschen das machen sehen und dachte, ja, wir sind befreundet. Also finde ich echt gefährlich, aber ja, also bei mir, wir sind so dicke, das ist was ganz anderes.
Nee, ich war die Nächste in der Reihe. Ich habe nochmal gedacht, wie so ein Huhn vor der Guillotine, ne, so vor dem Schlachten. So, nee, bei mir ist alles anders. Nee, es war genau gleich. Und diese Warnsignale halt wahrzunehmen und nicht zu ignorieren oder abzutun, zu sagen, nee, also bei mir wird's anders sein. Mhm. Nee, Warnsignale haben da wirklich ihre Berechtigung. Ja, gerade auch dieses, wenn du sagst, so, du siehst, wie eine Person was mit anderen Personen macht, aber nicht mit dir, aber das ist ja wie, wenn du bist mit irgendwem im Restaurant und mit dem du im Restaurant bist, der behandelt dich gut, aber den Kellner scheiße, ja. Dann ist das ja auch, das ist ja genau, sehr Verb, von dir will er vielleicht irgendwas. Genau. So, also, das sind ja auch so, ich meine, das ist jetzt eine Basic-Sache, auf die wir achten würden. So, ja. Aber jetzt auch, wenn wir neue Leute kennenlernen oder sowas, weil du ja gerade eben gefragt hattest. Das ist super wichtig, ja. So wie gehen Menschen mit anderen um. Also genau. Ich merke es gerade in der Medienbranche immer wieder, auch so bei Leuten, also bei Prominenten jetzt zum Beispiel oder Leute in höheren Positionen in der Medienbranche. Ich gucke nicht, wie sind die zu mir, sondern ich gucke eher, wie sind die zu den Praktikanten oder so, also zu Leuten, die da einfach nicht so wichtig sind, weil das Verhalten variiert oftmals, also wirklich extrem, dann wie die das sich mir gegenüber oder jemandem, der da wichtig ist versus jemand, der unwichtig ist, verhalten. Und das finde ich, sagt dann immer am meisten aus. So. Quasi so, wie ist die Person, wenn die Kamera an ist und wie ist so alles behind the scenes ungefähr? Genau. Was? Gibt's da, ja, okay, da gibt's wahrscheinlich einige Beispiele, ja, wo das ein Unterschied ist. Das ist ein gutes Indiz tatsächlich. Mhm. Thema Warnsignale, da würde ich gerne noch mal kurz drauf zurückkommen, weil wir haben ja jetzt darüber gesprochen, okay, Warnsignale bei anderen Menschen. Wie geht's euch denn zum Thema Warnsignal beim Stress? Also wenn ihr habt ja eine recht gute Balance, ihr kennt euch gut, ihr habt euch viel damit beschäftigt. Wie stellt ihr fest, es ist jetzt doch gerade richtig viel, wir sollten das ein bisschen ändern oder vielleicht ein bisschen was absagen oder verschieben? Ja, ich selber habe da, wie gesagt, die Mauern so breit schon gebaut, dass ich eigentlich nicht in diese Situation komme, wenn ich ganz ehrlich bin. Bei dir ist es noch ein bisschen anders, ne? Also ich muss jetzt schon, wenn ich jetzt so ein paar Drehtage hintereinander habe, also ich habe das früher immer erst spät, ich habe immer lange funktioniert, also ich konnte dann viele Tage hintereinander durcharbeiten und am Set stehen und so. Und wenn ich dann aber frei hatte, bin ich krank geworden. Und das war egal, ob ich 5 Tage gedreht habe und dann frei hatte, bin ich krank geworden. Wenn ich aber 2 Monate gedreht habe, bin ich danach erst krank geworden. Also ich habe immer so lange funktioniert, bis mein Körper Ruhe hatte. Solange das Level oben war, lief's quasi. Genau. Und da ist jetzt wirklich so, bin ich an dem Punkt, dann hatte ich immer auch Übelst. Also bei mir ist das wirklich, das setzt sich so in Verspannungen fest. Ich kriege dann krasse Kopfschmerzen auch. Also anderen schlägt Stress auf den Magen. Ne? Also jeder hat da ja so ein bisschen seins. Ich spanne mich dann halt an und dann kriege ich durch die Verspannung Kopfschmerzen. Das heißt, wenn ich halt weiß, ich habe da ein paar Drehtage hintereinander oder da ist viel Action, wo ich also gerade ja auch, wenn man vor der Kamera steht, ist man ja auch vielleicht angespannter, weil man hängt ja dann nicht so einfach da rum und ist so völlig energielos, sondern man muss ja dann schon präsent sein. Und wenn ich sowas habe, dann weiß ich schon, okay, an dem Tag danach mache ich so diesen, dann sollte dann dieser Tag in der Woche sein, der frei ist. Und am besten den Tag danach noch einen Termin bei der Massage, weil ich eben diese Verspannungen und diese Kopfschmerzen dann mitbringe. So, das sind dann einfach so Sachen, die mache ich mittlerweile fast routinemäßig, dass ich die dann einplane und dann, ja, ist das alles, dann ist die Balance ganz schnell wieder hergestellt. Das ist schön, das klingt echt sehr schön. Habt ihr denn ein Lebensmotto, nach dem ihr lebt? Boah, wahrscheinlich ganz viele. Aber alles kann, nichts muss, glaube ich. Also ist jetzt so, finde ich, ganz und gut. Und deins ist doch auch, it is what it is. Ja, it is, ja gut, das ist ja das Akzeptieren. Das habe ich so lange nicht verstanden, den Satz, it is what it is. Ja. Den habe ich sehr lange gebraucht, sehr, sehr lange. Ja, ich glaube, was weiß es, ist ja dieser Spruch, lerne die Dinge zu, oder versuche, habe den Mut, die Dinge zu verändern, die du verändern kannst, ne? Die Dinge zu akzeptieren, die du nicht verändern kannst und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Aber ja. Ich glaube, das, ja, das ist es schon so. Alles kann, nichts muss. Glaube ich, beinhaltet so dieses, ich versuche mein Bestes, aber kann akzeptieren, wenn ich das und das nicht erreichen kann oder sowas. Und dann habe ich jetzt noch, das ist aber jetzt ein anderer Kontext, aber ich hatte noch ein gutes, das ist ein Stromberg-Spruch. Moment, Probleme sind wie Brüste, am schönsten ist es, sie anzupacken. Probleme
Irgendwie sowas. Ja. Okay, noch nie. Ich wollte, nein, das ist jetzt kein Motto. Den ich wollte gerade sagen, aber so Probleme anpacken ist ja jetzt nicht so das Schönste. Ne? Nee, ja, oder? Also man schiebt sie doch lieber vor sich her, hätte ich jetzt gedacht. Ja, ich wollte noch einen Stromberg-Spruch reinbringen, weil ich da im Kontext gestern was gegoogelt hatte. Ach so, ja, das ist ja schön. Ja. Er liebt Stromberg-Sprüche auf jeden Fall. Ja, so sieht's aus. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Also ein richtiges Motto, ich bin eh nicht so gut da drin, mir so Sprichwörter und sowas zu merken, da bist du ja mega drin, er hat eh so voll das krasse Gedächtnis, aber bei mir ist es eigentlich eher so, diese Leichtigkeit mit immer in den Tag zu nehmen, so, also das ist eigentlich so ein bisschen wie mein Lebensmotto, so, es muss sich leicht anfühlen einfach. Das ist schön, das ist echt schön. Und zu guter Letzt meine Frage an euch. Erstmal vielen, vielen Dank für eure Zeit und für den Austausch. Ich fand es mega cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oh, gerne, voll schön, dich mal wieder zu sehen und zu hören. Ja, echt. Wo es ja jetzt, wir wissen ja, es war Herbst 2018. Ja. Habt ihr zum Abschluss irgendeinen Wunsch, wo ihr sagt, es wäre so schön, wenn das vielleicht mehr in der Welt geschehen könnte oder mehr passieren würde oder den Menschen mehr gelingen könnte, würde, dürfte? Ja, also eigentlich, ich kann nur jedem empfehlen, zu gucken, dass man den eigenen Rucksack langsam nach und nach, Schritt für Schritt ausleert, weil man dann wirklich auch leichter ist. Leichtigkeit ist ja wichtig und wenn der Rucksack nicht so schwer ist, dann ist man leichter und auch glücklicher. Und irgendwie so, das war für mich so das Coolste, was ich machen konnte. Das kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn es dauert. Aber der Weg ist ja da auch Schritt für Schritt immer ein bisschen das Ziel. Jedes Plateau, was man wieder erreicht, ist ein kleines Ziel. Das stimmt. Und der Weg ist ja das Ziel. Ja. Ja, ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich viel. Aber so das Kernding ist, glaube ich, Selbstverantwortung. Also musst die Selbstverantwortung für dich selber übernehmen und ja, das kann auch manchmal schmerzhaft sein, aber alles andere wird nicht funktionieren. Rumzujammern und irgendwie anderen den schwarzen Peter zuzuschieben. Am Anfang tut's weh oder am Anfang schmerzt es, aber ich finde, wenn man das einmal gelernt hat und sich einmal kennengelernt hat, dann hat man genau die Leichtigkeit, von der du gesprochen hast, Joyce, dann tut's nie wieder so weh, so empfinde ich es zumindest. Mhm. Erst wie so kalt duschen. So, ja. Im ersten Jahr, da bin ich jetzt gerade drin, deswegen bringe ich das als Metapher. Nee, aber im ersten Moment ist es unangenehm, aber dann merkst du es nicht mehr. Dann merkst du das Kalte nicht mehr auf der Haut. Ja. So. Und so ist es wahrscheinlich auch. Das habe ich noch nicht geschafft mit der kalten Dusche. Ich bin gestern, ich habe mir so ein Eisbad gemacht. So, drei Minuten drin, ja. Also Eiswürfel ist jetzt übertrieben, weil ich jetzt keinen Eiswürfel reingetan habe, aber das Wasser war 11 Grad, so das ist schon unangenehm. Krass. Aber auch das wirklich, du gehst rein, die ersten 30 Sekunden sind unangenehm, aber dann geht es. Und dann ist es so, ja, ist nicht geil, aber es ist voll in Ordnung. So, und so ist es, glaube ich, generell mit Persönlichkeitsentwicklung oder ne, das, ja, wenn du immer leicht aus der Komfortzone raus, weil wenn du es nicht machst, dann wird sie immer kleiner. Ja, ja. Und es ist natürlich, man muss durch die Scheiße durch, das ist klar. Aber dann, also du kannst dich entweder entscheiden, bleibst du in der Komfortzone. Bleibst du in der Scheiße hängen? Naja, also bleibst du in so ein bisschen Scheiße hängen oder gehst du durch die Kacke richtig durch, aber hinterher geht's dir besser als vorher. So, man muss halt ein bisschen was in Kauf nehmen dafür, dass es einem hinterher besser geht als vorher. Und man kann ja den Zeitpunkt selber bestimmen. Also ich kann sagen, ich kümmere mich jetzt um meinen Rucksack, ich leere ihn mal aus. Mhm. Oder irgendwann, habe ich auch festgestellt, prasselt so viel auf dein Leben ein, da kommt ganz oft mal der Punkt, wo man ausleeren muss. Und dann habe ich vielleicht nicht die Kraft oder gar nicht die Energie. Ja. Aber da muss ich dann da durch. Und deswegen kann ich auch jeden ermutigen, das wirklich. Genau. Und ich werde oft gefragt, oder wolltest du gerade was sagen? Ja, aber kannst du auch. Merkst du es dir nicht, dass es gleich weg ist? Also ich werde oft gefragt, ja, wie macht man das denn und so. Ich glaube, wenn man halt jetzt nicht selber die Zeit hat oder die Muße, sich da durch alles Mögliche durchzulesen und sich wirklich selber mit den Themen richtig auseinanderzusetzen und auch nicht der Typ Mensch ist, der dabei sich im Inneren immer weiter sucht und sucht, dann kann ich nur empfehlen, sich Hilfe zu holen. Also dann wirklich, dann, ob man jetzt das mit einer Therapie macht oder ob man sich irgendwie alternative Möglichkeiten sucht, jetzt statt einer klassischen Psychotherapie, dass man irgendwie Heilpraktiker oder ich weiß nicht was. Also es gibt auch so viele, wir haben auch viele spirituelle Sachen ausprobiert. Also wir haben uns einfach so ein bisschen durch verschiedene Sachen auch probiert, die man so machen kann und sind dann bei den Sachen hängen geblieben, die uns am meisten geholfen haben. Und das ist ja bei jedem auch was anderes. Also sonst einfach gucken, dass man, ich weiß, so ganz am Ende die tiefe Lösung findet man nur im Inneren, sagt man ja auch, aber ich glaube, im Außen kann man sich erstmal ein bisschen Hilfe holen, um den eigenen Zugang zum eigenen Inneren zu bekommen.
ne, so Wegweiser zu bekommen, wo muss ich denn eigentlich hin zu mir genau, selber? Genau, genau. Ja, und andere Leute, die dann vielleicht Türen öffnen. Ne? Genau. Aber durchgehen muss halt immer noch selber. Ja, genau, aber trotzdem ist es für den ersten Schritt manchmal das Richtige, wenn Leute sonst gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ja, ja. Genau, ich wollte, glaube ich, noch sagen, einfach so in kleinen Schritten jeweils gehen. So, das ist, glaube ich, zumindest für mich der einfachere Weg, so immer Step by Step, als irgendwann diesen ganz, ganz großen, der aber ja oft kommt durch irgendeinen negativen Leidensdruck oder so. Dann es geht halt nicht mehr weiter und peng, du musst dein Leben um 180 Grad drehen. So weit musst du es ja eigentlich gar nicht kommen lassen. So oft ist es ja, weil du die kleinen Schritte nicht gehen wolltest. Genau so, wie du, ja, wie du gesagt hast. Ich denke da mal gerne an mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Ich finde es so süß, wie das Eichhörnchen so Nüsschen für Nüsschen sich quasi hier ernährt. Und genauso sehe ich das auch bei den Sachen. So Nüsschen für Nüsschen macht die Sachen und irgendwann hast du ganz viel und ausreichend und hast dich gut um dich selber gekümmert. Genau. Ja. Oder auch mit dem Kaltduschen jetzt einfach immer langsam immer kälter werden. So, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich kalt dusche, aber ich habe halt mit den Beinen angefangen und bin dann so langsam hochgewandert. Ja. Ja. Also, ja, ist so. Ja, aber ich glaube, das soll man ja, man soll ja nicht direkt aufs Herz oder nee, so. Nee, aber jetzt nicht an einem Tag, sondern ich meine jetzt über einen Monat hinweg. Ich hab immer erstmal nur die Beine. Ja, ich habe mit den Füßen angefangen. Ja, ich hatte das ja gar nicht vor. Das war ja, das hat sich ja so ergeben. Ich habe jetzt nicht gesagt, boah, geil, ich gehe jetzt kalt duschen. So, das habe ich dann erst entdeckt und jetzt macht es mir tatsächlich ein bisschen Spaß. Ui. Ja. Cool. Wer weiß, wenn wir vielleicht die nächste Episode aufnehmen, erzählst du uns, dass du jetzt Eisbaden gehst mit Eiswürfeln oder vielleicht sogar draußen im gefrorenen See warst, wer weiß. Ja. Das, irgendwann werde ich das mal machen. Ja, cool. Na dann danke euch zwei, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke dir auch. Danke dir. Das war's für heute. Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mit Tipps, wie du Stress besser verstehst und vor allem, wie du deine Ziele erreichst, ohne dich kaputt zu schuften. Weitere Infos findest du auch auf www.der-chillpreneur.de oder auf Facebook und Instagram @der.chillpreneur.